Ich guck ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Ach, wie schön. Es erinnert mich an die Reise der heiligen drei Könige meines Dorfes. Nur, dass sie zur Weihnachtsaufführung Esel statt Kamele reiten. Er strahlt. Das Geschäft muss ja blendend laufen. Warum ich? Warum jetzt? Was wird es kosten? Das ist Ramses, der Fremdenführer. Nichts Interessantes. Ich bringe es immer durcheinander. Kamele sind die mit nur einem Höcker, oder? Und ein Dromedar hat zwei. Oder ist es umgekehrt? Bringe ich es wieder durcheinander? Interessiert mich das überhaupt? Bis ich nicht etwas Geld beschafft habe, kann ich keine Expedition organisieren. Junge, nicht schlecht. Klar rede ich mit ihr. So. Und nun? Das muss die ägyptische Version des Hausmeisters sein. Vielleicht helfen mir die Männer ja. Wenn ich ehrlich bin, fällt mir daran nichts auf. Hallo, Tag. Haben Sie eine Minute Zeit? Eine Minute schon. Was wir nicht haben, sind Stunden. Wenn wir sie nur hätten. Die Apokalypse, die Mumie Imhotep entfesselt hat, ist nah. Allah, schütze uns. Könnten Sie mir ein paar Auskünfte geben? Vermutlich schon. Aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wir sind sehr beschäftigt. Wer wird uns jetzt vor dem Zaun des Imhotep retten? Ich natürlich. Dazu bin ich hier. Wer? Sie allein? Nein, nicht ganz. Ich und mein Assistent Fred. So was bei Allah. Wir hätten wenigstens Brandon Fraser und Rachel Weisz erwartet, aber was soll's. Obwohl, dasselbe haben auch Arch E. Logan und ein gewisser Professor von Glower. Professor von Glower? Ja, ein Millionär, der auf der Suche nach Schätzen und Gräbern ganz Ägypten bereist. Er ist eine richtige Koryphäe. Sagen wir, er ist eine Art Indiana Jones, nur etwas älter und blasser. Also genau wie Harrison Ford, oder? Er hat eine Dorfversammlung einberufen und den Helden gespielt. Er sagte, er würde mit dem Fluch der Mumie fertig werden. Und wir warten immer noch. Er ist verschwunden. Wer weiß, ob Imhotep ihn nicht zu Asche verbrannt hat. Oder ob seine Knochen nicht in die Welt der Toten geschickt worden sind. Ich verliere langsam die Lust am Heldendasein. Ich weiß gar nicht, warum. Der Ägyptologe Logan ist der Einzige, der noch in der Stadt ist. Man munkelt, er arbeitet an einer Geheimformel oder etwas Ähnlichem, das die Mumie für immer vernichtet. Der Ägyptologe Arch E. Logan. Ich notiere. Sie gehen doch nicht weg, oder? Keine Sorge. Das Budget erlaubt es nicht. Was meinen Sie? Ach, gar nichts. Wow, was für ein Monument. Sowas sollte man hier bewundern und nicht die Pyramiden. Vielleicht können diese Leute mir helfen. Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Allah bringe euch Frieden. Was für ein netter Plausch. Wir debattieren gerade. Genau. Ach, worüber denn? Ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ein sehr aktuelles Thema, wissen Sie? Imhotep hat es in Mode gebracht, dadurch, dass er sich von der Welt der Toten befreit hat und uns mit den sieben Plagen heimsuchen will. Bei den Aussichten ist es nicht schlecht, darüber zu debattieren. Ah, deswegen also. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin hier, um den Zorn des Imhotep zu besiegen. Ja, klar. Professor Logan und auch der Millionär, dieser Professor von Glower, haben dasselbe gesagt. Sie sind die Einzigen, die gegen diesen Fluch etwas unternehmen können. Und die Einzigen, die genug studiert haben. Und wo sind sie jetzt? Wir sollten den Zorn des Imhotep schon lange nicht mehr spüren.
Professor Logan, nicht wahr? Ja, er ist der Experte für Ägyptologie, Mythen und Legenden Ägyptens. Er weiß alles über Imhotep. Ja, sogar wie man mit ihm fertig wird, glauben wir. Wir vermuten, er arbeitet daran. Aber haben wir irgendeinen Fortschritt bemerkt? Nein, absolut keinen. Sie sind ziemlich gut unterrichtet. Selbstverständlich, Effendi. Da es kein touristisches Informationszentrum gibt. Bis später. Ach du meine Güte. Der kann wahrscheinlich mit bloßen Händen Eisenstäbe verbiegen. Was verkaufen Sie? Na Luxuswagen, was meinen Sie denn? Ich bin Schmied. Ist schon gut. Sie müssen nicht gleich in die Luft gehen. Es war nur eine Frage. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Ich bin ein traditioneller Schmied, der mit Amboss und Hammer arbeitet. Nicht mit diesen Mädchensachen. Amboss und Hammer. Möchten Sie eine Kostprobe? Möchten Sie Ihren Kopf auf den Amboss legen? Nein, ich glaube Ihnen aufs Wort. Was machen Sie denn so? Ich arbeite wie ein Sklave, von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang. Ich meine, was für Sachen machen Sie? Ach so, ich kann alles Erdenkliche aus Eisen schmieden. Aber meine Spezialität ist es, Hieroglyphen in Tafeln einzugravieren. Das ist in Mode gekommen, wissen Sie. Die alten Tafeln halten nichts aus, sie fallen hin und zerbrechen, sie verwittern. Aber nicht Eisen. Eisen ist ein edles Material, ein mächtiges Material. Sie erinnern mich an Conan den Barbaren. Und sonst fertigen Sie nichts an? Naja, ab und zu bearbeite ich zahlungsunwillige Kunden mit dem Hammer. Möchten Sie eine Kostprobe? Och, lieber nicht. Sie ist gratis. Nein, danke, nicht nötig. Was er in der Rechten trägt, muss das Beschwerdebuch sein. Ich werde äußerst vorsichtig sein. Sie sind also ein traditioneller Schmied. So ist es, Effendi. Mein Vater war Schmied, mein Großvater, mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter auch. Deswegen bin ich... Schmied, alles klar. Nein, eigentlich wäre ich beinahe Rechtsanwalt geworden. Aber man muss die Tradition fortführen, finden Sie nicht? Und wenn Sie Nein sagen, nehme ich den Hammer und verpasse Ihnen eine. Aber nein doch, ich meine, ja doch. Sie sind aber gewalttätig. Können Sie mir irgendeine Probe Ihrer Arbeit zeigen? Eine Probe? Was Sie wollen. Ich kann machen, was Sie wollen. Sagen Sie mir, was Sie wollen und ich mache es. Was ich möchte, sagen Sie? Ja, mein Hammer und mein Amboss sind in dieser Gegend legendär. Außerdem bin ich natürlich Kunstschmied. Interessieren Sie sich vielleicht für eine Hieroglyphentafel? Die aus Stein halten nicht sehr lange. Haben Sie welche? Ich habe einige übrig. Obwohl man sie mir aus den Händen reißt. Das wird eine Redewendung sein, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand Ihnen etwas aus den Pranken reißen kann. Wie teuer? Was? Ich meine, wohin? Ich wollte sagen, wohin? Wohin was? Wo führt dieser Torbogen hin? Warum möchten Sie das wissen? Wer weiß, vielleicht finde ich dort Hilfe. Obwohl, wenn die Hilfe so ausfällt wie Ihre... Ich kann es Ihnen nicht sagen, es sei denn, Sie sagen mir die Parole. Jetzt verstehe ich. Offenbar gibt man in der Gegend nicht viel Geld für Sicherheitssysteme aus, oder? Nein. Sondern? Ganz einfach, Sie sagen mir die Parole und ich lasse Sie reingehen. Irgendein Problem damit? Nein, keins. Sie könnten mich genauso gut losschicken, um 4 Sachen aufzuspüren. Dagegen ist das hier richtig fair. Sie entschuldigen mich. Ich vermute, dass Sie etwas mit dem Torbogen dort zu tun haben, nicht wahr? Das hängt davon ab. Sind Sie Polizist? Nein. FBI? Nein. CIA? Eher TIA. Aber nein, zur CIA gehöre ich nicht. Zollbeamter? Auch nicht. In dem Fall ja, ich habe damit zu tun. Warum fragen Sie? Weil ich durch möchte, klar. Zuerst sagen Sie die Parole. Ah, die Parole. Die kenne ich leider nicht. Ich könnte stundenlang raten, aber das wäre ein Fehler. Ich habe keine Zeit. Ich muss die Welt retten. Das bringt meine Arbeit so mit sich. In dem Fall sollten Sie hier verschwinden. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nicht doch. Damit würden Sie zur Heldin. Hören Sie bitte auf damit. Entschuldigung. Da werden Kopien des Sphinx von Gizeh verkauft.
Nein, die Figürchen passen nicht zu meinem Esszimmer. Sobald ich was Erwähnenswertes sehe, sage ich Bescheid. Ha! Wünschen Sie etwas? Ich habe nur geguckt. Das ist alles. Ja, Sie werden sehen, dass Ihre Augen der Versuchung erliegen werden, einige meiner Waren mitzunehmen. Was werden meine Augen denn Unwiderstehliches sehen? Wie Sie sehen, habe ich überhaupt alles. Den Sarkophag des Tutanchamun, Pharao der 8. Dynastie, Schwiegersohn und Nachfolger von Amenophis des 4. Die Zahnbürste des Echnaton, der den Kult des Amon wiederherstellte. Die Schlange, die Kleopatra tötete. Quietschlebendig. Naja, sie ist ein Klon, aber das ist ja, als ob es dieselbe wäre. Kopien der Cheops-, Kephren- und Mykerinos-Pyramiden. Archäologische Reste der Stadt Memphis, Tennessee. Treibgut aus der Seeschlacht bei Actium, wo die Römer siegten. Kopien der Sphinx von Gizeh. Warum kein Museum eröffnen? Mit allem, was Sie haben. Wäre das nicht sinnvoller? Ach, mein Freund, ich könnte es nicht ertragen, wenn diese ganzen Wunder allen möglichen Leuten zugänglich wären. Diese Stücke müssen in die Hände von Menschen kommen, die sie zu schätzen wissen. Aber Gutes muss man auch teuer bezahlen. Ja, schon. Aber das alles gehört ins Museum. Sie kommen nicht im Namen von Indiana Jones, oder? Nein, das nicht. Entschuldigung. Ich werde nur manchmal etwas ungeduldig und bei dieser Hitze... Dann erfrischen Sie sich mit einer Flasche Nilwasser. Ich verkaufe sie recht billig. Erst wenn ich das Klärwerk besichtigt habe. Haben Sie irgendeine Ware zu verkaufen, die aus einer Pyramide geraubt worden ist? Mein Herr, hier ist alles legal und einwandfrei. Warum sagen Sie so etwas? Ich möchte kein Opfer des Fluchs irgendeines Pharao werden. Ich mag sie nicht besonders. Beruhigen Sie sich, mein Herr, meine Ware ist frei von Flüchen. Wenn Sie genau hinsehen, merken Sie, dass ich nicht verflucht bin. Außerdem trage ich meinen Talisman, der beschützt mich. Möchten Sie einen zu einem guten Preis erwerben? Haben Sie einen, der vor verrückten Ziegenböcken schützt? Ehrlicherweise, genau dagegen nicht. Nein. Wohnen Sie in einem Zoo oder sowas? Nein. Es ist wegen des verrückten Bakterius. Kennen Sie Archilogen, den Ägyptologen? Lassen Sie mich überlegen. Erinnert mich an nichts. Großartig. Wo könnte ich mich nach ihm erkundigen? Wenn er Ägyptologe ist, kann ich mir denken, dass man ihn im Museum kennt. In welchem Museum? Im Ägyptischen? In welchem sonst? In der Münchner Pinakothek? Sie haben recht, danke. Haben Sie irgendwelche Abschiedsgrüße? Wie? Nein? Ich schon. Auf Wiedersehen. Allah bringe euch Frieden. Kennt jemand die Parole, mit der man da drüben reinkommt? Warum sollten wir Ihnen das verraten? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil Sie nicht bis in die Ewigkeit nur wegen einer Mumie verflucht sein möchten. Das ist ein gutes Argument. Wir verraten Ihnen die Parole. Ja, das wird besser sein. Danke. Gut, die Parole lautet, die Kaimane des Nils sind auf der Lauer. Klar? Klar wie Wasser. Wie Nilwasser. Klar. Bis später. Also, im Fluss dümpeln Krokodile. Was meinten Sie? Ach nein. Von hier bis zum Fluss, ist es eine Ecke und Vorsicht mit den Krokodilen. Jetzt hören Sie mal. Lassen Sie mich. Dreimal ist Bremer recht. Vorsicht mit den Krokodilen im Fluss. Ach, Sie meinen, dass die Kaimane des Nils auf der Lauer sind? Ja, genau das. Treten Sie näher. Es soll niemand behaupten, Sie hätten sich keine Mühe gegeben.
Es handelt sich um die berühmte und verloren gegangene Kopie der Goldstatue der Priesterin Ostiites III. Ich verkaufe sie Ihnen für nur 3 Millionen Dinar, Effendi. Nutzen Sie die Gelegenheit. Sehr schön. Wunderschön. Man ist versucht, sie zu stehlen. Voller Turbane. Ich glaube, es heißt der Zinsgroschen und ist von Tizian. Ich habe nie begriffen, wie man die Kefir richtig um den Kopf schlingt. Wer ist der Nächste? Sie sind nicht nur hier hereingekommen, sondern auch alleine. Besser. Sehen Sie, ich bin Geheimagent und... Geheimagent? Sie werden warten müssen, bis der Chef kommt. Ich bin nur ein einfacher Angestellter, Effendi. Ich kann Sie nicht bedienen. Ich bin nicht der Chef, ich Angestellter, er Chef. Ich Tarzan, du Cheetah, was soll's? Können Sie mir nicht mal was über das Geschäft sagen? Welches Geschäft? Ah, dieses. Nein, eigentlich nicht. Ich würde nicht mal wissen, ob es ein legales Geschäft ist. So, legal. Wir haben Papiere und so, legal. Aber was soll's, der Chef, ich nicht. Ja, verstehe. Und wie lange werde ich auf den Chef warten müssen? Keine Ahnung. Ich würde Ihnen aber raten, an einem anderen Tag zu kommen. Wie wäre es mit dem 34. Juni? Der bloße Anblick lässt mich schwitzen. Leihen Sie mir die Schaufel? Natürlich. Meine Kunden sind meine Freunde. Aber bitte machen Sie sie nicht kaputt. Lassen Sie das. Nicht anfassen. Was ist da drin? Nichts. Na dann? Was macht es schon aus, wenn ich sie öffne? Das dürfen Sie nicht. Es handelt sich um Pandoras Kiste. Die Kiste der Pandora. Wird sie geöffnet, verbreiten sich überall auf der Erde Korruption, Bosheit und Chaos. Ich dachte, es wäre eine Büchse. Aber in Ihrem Fall hat man sie wohl erst vor kurzem geschlossen. Fassen Sie sie nicht an, Mann! Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Komm zu Papa. Um ehrlich zu sein, die Farbe des Goldes wirkt ziemlich blass. Sie müssen bedenken, dass die Statue tausende von Jahren im Dunkeln gestanden hat. Das bekommt selbst Ostiites III. Nicht. Genauso lange, wie Sie im Kittchen verbringen werden, wenn man diesen Betrug entdeckt. Was wollen Sie damit sagen? Dass sie nicht aus massivem Gold ist? Naja, massiv ist sie schon, die gute Priesterin. Aber ich könnte schwören, dass sie nicht aus Gold ist. Ach ja? Na schön, die Ostiites ist aus Gold. Vielleicht aus Katzengold. Ups, tut mir leid. Boah. Sehr schön. Ja, genau. Möchten Sie was kaufen? Nein, ich wollte nur mal gucken. Da sind Unmengen Turbane drin. Und du bist weg. Ich frage mich, ob etwas drin ist. Tut mir leid, mein kahler Freund, aber die Kiste steht nicht zum Verkauf. Ich wollte doch nur sehen, was drin ist. Nichts, gar nichts. Da ist nichts drin. Vergessen Sie's. Mit dieser Reaktion machen Sie mich nur neugieriger. In Ordnung, ich werde Ihnen sagen, was in der Kiste ist. Giftige Skorpione. Und wenn Sie sie öffnen, zack, sind Sie innerhalb von 10 Sekunden hinüber. Aber ist Neugier nicht die Mutter der Weisheit? Kaum. Hier bei uns sagt man... Neugier bringt die Katze um. Es handelt sich um die berühmte und verloren gegangene Kopie der Goldstatue der Priesterin Ostiites III. Ich verkaufe sie Ihnen für nur 3 Millionen Dinar, Effendi. Nutzen Sie die Gelegenheit. Aus massivem Gold, sagen Sie? Selbstverständlich, Effendi. Ich bin kein Fachmann für Edelmetalle, aber ich könnte schwören, dass dies kein Gold ist. Was möchten Sie damit andeuten, Effendi? Bevor ich antworte, haben Sie Waffen hier? Nein! Einen Gorilla vielleicht, der mir auf Ihren Befehl hin den Kopf abreißen kann? Aber nicht doch! Sind Sie vielleicht jähzornig? Ich halte mich für einen sehr ausgeglichenen Menschen.
In dem Fall antworte ich Ihnen, das ist überhaupt kein Gold. Die Statue ist ganz und gar unecht. Wie können Sie behaupten, das Material sei nicht von höchster Qualität? Alles in meinem Laden ist aus echtem Gold. Hier gibt es nur Meisterwerke ägyptischer Handwerkskunst. Geschaffen lange vor der Geburt ihrer Ja, das klappt nicht, Freund. Beweisen Sie es. Nein, ich weiß, dass sie aus massivem Gold ist, Effendi. Sie müssen das Gegenteil beweisen. Ich wusste es. Ein Schlauch. Mist, ich komme nicht ran. Ein einfaches Stück Schlauch. Leihen Sie mir dieses Stück Schlauch einen Moment? Klar, Effendi. Aber Sie geben es mir zurück, nicht wahr? Sind Sie oft am Nil unterwegs? Manchmal, ja. Dann seien Sie vorsichtig mit den Kaimanen. Man weiß ja nicht, was passieren kann, nicht wahr? Wie bitte? Die Parole. Sie wissen schon. Ah, das ist sie nicht. Wie? Das ist sie nicht? In Allahs Namen, es heißt, die Kaimane des Nils sind auf der Lauer. Warum kann es keiner richtig sagen? Ist es so schwer? Los, kommen Sie rein! Vielen Dank, dass Sie einem Geheimagenten geholfen haben. Sind Sie Geheimagent? Oha, das wollte ich nicht. Ich schwöre, ich tu's nie wieder. Wovon reden Sie? Die vielen Touristen überall sind schuld. Ihre Portemonnaies hängen so einladend aus den Taschen. Nehmen Sie dies, nehmen Sie alles. Aber Sie bringen mich nicht ins Gefängnis, oder? Eine Brieftasche? Haben Sie sie gestohlen? Von welcher Tasche reden Sie? Ah, ich verstehe. Meinen doppelten Dank. Kein Ausweis drin. Ich frage mich, wen diese Diebin wohl beraubt haben mag. Egal, was zählt ist, dass lauter Geldstücke drin sind. Geben Sie mir eine der Tafeln, die Sie haben. Hier, sie kostet eine der Münzen, die Sie haben. Eine Metalltafel mit ägyptischen Hieroglyphen. Sehr schwer. Vielleicht ein primitiver Blitzableiter oder eine Huldigung des Zäpfchens. Ich kenne mich in Ägyptologie nicht sehr gut aus. Guck, guck, nichts! Der Nil. Ich glaube nicht, dass das Ding an der Rallye Paris-Dakar teilnehmen kann, aber wenn ich ihm einen Stoß gebe... Der Deckel ist offen. Völlig sinnlos. Ich habe das Benzin in den Turban laufen lassen. Wozu, weiß ich aber noch nicht. Ich hoffe vor allem, dass es sich nicht verbreitet, anzündet und das ganze Inventar in Brand steckt. Thank you.
Ha! Wie ich es vermutet habe. Die ist nicht aus massivem Gold. Sie wurde mit Goldfarbe bemalt. Dafür gibt es einen Namen. Betrug. Wo ist Ihr Chef? Ist weggegangen. Klar, klar, weggegangen. Können Sie ihn irgendwo sehen? Nein, oder? Nur ich bin hier, ein Einfacher. Ja, so ist es. Angestellter. Ich werde es beweisen. Chef! Chef! Sehen Sie, er ist nicht da. Das macht nichts. Die Behörden werden die Angelegenheit regeln. Ich habe vor, es Ihnen mitzuteilen. Einiges zumindest. Ich werde Ihnen natürlich die Statue geben. Sagen Sie mal, raucht Ihr Chef? Ja, Effendi. Warum fragen Sie? Dann kaufen Sie schon etwas Tabak für ihn. Sie können ihm etwas bringen, wenn er im Gefängnis sitzt. Ich werde ruiniert. Hören Sie, könnten wir nicht, sagen wir, ein Übereinkommen erreichen, ein Pakt unter Gentlemen? Aha, ich bin ungern bestechlich, aber was soll's. Aber ich verhandle direkt mit Ihrem Chef. Ich werde warten, bis er kommt. Nicht nötig. Ich bin der Chef. Sie? Waren Sie nicht ein einfacher Angestellter? Nein, nein, ich habe keine Angestellten, außer meiner Schwägerin. Sie ist unten. Sehen Sie, ich werde ehrlich sein. Ja, und ich bin der Osterhase. Sprechen Sie. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Nur so kann ich meinen Harem von 300 Frauen und meine 550 Kinder ernähren. Ich bin ein armer Mann. Die Hypothek für meinen Palast läuft in 3000 Jahren aus und das Geschäft reicht gerade noch, um die 12 Chauffeure meiner Autosammlung zu bezahlen, Effendi. Haben Sie kein Erbarmen? Die Touristen kaufen einen meiner falschen Artikel. Glauben, dass es echte Reliquien aus massivem Gold sind und sind dabei glücklich. Stellen Sie sich vor, Ihnen kommt mein Betrug zu Ohren. Dann werden Sie schuld sein, dass meine Kunden in Depressionen verfallen. Diese armen Millionäre werden die Stunde verfluchen, in der sie ihr Kleingeld für ein falsches Stück ausgegeben haben. Ich kann so eine Ungerechtigkeit kaum ertragen. Sie sind mir vielleicht ein Sensibelchen. Es tut mir aufrichtig leid. Ich wollte Sie nicht traurig stimmen. Kann ich etwas dagegen tun? Vergessen Sie das Thema. Abgemacht. Sie sind vielleicht geizig. Meine Güte. In Ordnung. Ich werde Ihnen mein Geheimnis verraten. Sehen Sie die Kiste dort? Sie dürfen sie aufmachen. Sie beinhaltet das, was mich so unverschämt reich gemacht hat. Es ist das Geheimnis meines Erfolges und ich gebe es Ihnen. Aber unter der Bedingung, dass Sie den Mund halten. Einverstanden. Ich nehme an. Sie sind ein waschechter Betrüger. Einer von den richtig Großen. Was dachten Sie denn? Komm zu Papa. Goldfarbe. Der Händler ist ein echter Gauner. Wie groß! Welcher Glanz! Eine Meisterleistung ägyptischer Kunstfertigkeit. Aber für uns nutzlos. Schade. In Ordnung. Schon gesehen. Ich würde sagen, das ist eine Art von, alten Hieroglyphen, die... Und, gar nichts. Ich frage lieber. Mann, oh Mann. Die alten Ägypter waren vielleicht primitiv. Sieht besser aus als die Statue des Anubis. Dies ist ein Museum, oder? Ich frage nur wegen der alten Statue und der Tafeln dort. In der Tat. Wenn hier Schnitzel und Koteletts ausliegen würden, könnte dies eine Fleischerei sein. Ich würde mich gern mit Informationen eindecken. Ich bin mitten in einem Geheimauftrag und brauche Daten, Mythen, Legenden, alles, was mir nützlich sein kann. Könnten Sie mich durch das Museum führen?
Es tut mir leid, mein Herr. In der Tat haben wir Führer, aber sie sind alle geflohen. Es ist wegen Impotes Fluch, wissen Sie? Sie glauben, sie können sich davor in Sicherheit bringen. Und? Stimmt das nicht? Absolut nicht. Der Fluch wird sich über die Welt ausbreiten. Kein Land, keine Stadt und Person wird sich vor ihm retten können. Gleich ob in der Wirklichkeit oder im Film. Wenigstens steht das in den Büchern, die ich während des Studiums gelesen habe. Das heißt, Sie dürfen Ihren Rundgang durch das Museum allein machen. Sowas. Ich danke für Ihre Nichthilfe. Ich glaube, ich weiß schon, was mit den Wundern Ägyptens gemeint ist. Wie geht es Ihnen? Entschuldigen Sie, Sie müssen vieles über Impoté wissen, oder? Der mit den Mullbinden. Ich habe einiges darüber gelesen, ja. Aber der Fachmann auf dem Gebiet ist Professor Arch E. Logan. Er ist eine Koryphäe. Er hat sich jahrelang dem Studium von allem, was mit Impoté zusammenhängt, gewidmet. Hervorragend! Wo kann ich ihn finden? Hinter der Tür dort, aber... Danke. Aber ich habe strikte Anweisungen, dass er unter keinen Umständen gestört werden darf. Schläft er? Nein, aber Sie können ihn nicht besuchen. Tut mir leid. Ich würde meinen Arbeitsplatz aufs Spiel setzen, wenn ich Sie zu ihm vorließe. Was macht das schon? Ich habe Nein gesagt. Also hören Sie auf, Mr. Smart. Jeff Smart. Zu Ihren Diensten. Das meine ich ja gerade. Ich bin im Dienst. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Aha, so, so. Entschuldigen Sie, mein Herr. Tut mir leid, aber Sie dürfen dort nicht reingehen. Hallo, Entschuldigung. Reden Sie mit mir? Wer redet mit mir? Mein Gott, ich höre Stimmen. Im Namen des Flohheißbandes des Anubis, hier bin ich. Ah, Sie meinten mich. Ich dachte, Sie führten Selbstgespräche. Mal sehen, fangen wir von vorne an. Wie alt sind Sie? Bei unseren ganzen Reisen durch die Dimensionen, die mir ewig vorgekommen sind, bin ich überhaupt nicht mehr sicher. Um die 40, würde ich sagen. Oh, Sie halten sich aber besser als die Mumien aus der Pyramide des Tutanchamun. Dennoch behandle ich Sie wie ein 12-jähriges Kind, da sogar die mich anscheinend besser verstehen können als Sie. Hören Sie zu. Können Sie die Tür sehen, durch die Sie gehen wollten? Ja, ich habe mich einige Sekunden lang dort aufgehalten. Na gut. Dort drinnen ist Professor Logan und er ist sehr, sehr beschäftigt. Mit anderen Worten... Warten Sie, ich weiß es, das kann ich. Man darf ihn nicht stören. Was ist? Habe ich richtig geraten? Sehr gut. Ich gebe Ihnen Ihr Zuckerstückchen später. Aber fahren wir fort. Wenn man ihn nicht stören darf, bedeutet es, dass... Dass ich nicht hinein darf? Genau. Deswegen bitte ich Sie mit aller Höflichkeit der Welt und der Zurückhaltung, die für die Beschäftigten dieses Museums charakteristisch ist, versuchen Sie nicht nochmal durch diese Tür zu gehen. Schon gut, beruhigen Sie sich. Ich darf wirklich nicht hinein, oder? Im Namen Allahs. Dort hätte was Interessantes sein können, ist es aber nicht. Und du bist weg. Ein Buch.
Da kann ich noch so lange gucken. Da ist nichts. Da tut sich nichts. Sieht wie ein uraltes Relikt aus. Bei der Sicherung muss es sehr wichtig und wertvoll sein. Immerhin ist das ein Museum und kein Ramschbazar. Ich glaube nicht, dass mein einziges Buch so schwer ist wie das da.